Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mist nach der letzten Nacht. Also in der Nacht ist nichts passiert, ich habe mich bloß hingelegt und gepennt. So, machen wir jetzt mal die Türen auf hier. So, also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müsste das sogar reichen. Ich hoffe bloß, dass es mit dem Ton hier klappt, weil das sieht alles so ein bisschen hitzemahusig aus. So, ich brauche jetzt noch ein paar Äste. Äste, 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 Äste. Ja, Leaves nehme ich natürlich auch mit. Warum ist es eigentlich noch so dunkel? Ah, jo, das ist ja ganz früh am Morgen. Tag 7 übrigens, wie ihr gerade seht. Wow. Und bis jetzt sind wir noch nicht gestorben. Das sind die vom letzten. Wieso despawnen die eigentlich nicht? Das ist ja mal richtig ekelhaft. So. Ja gut, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich habe aus irgendeinem Grund habe ich Holz gefällt, warum auch immer. Was war das? Hä? Was habe ich da jetzt aufgesammelt? War das noch ein Leaf? Nö. Irgendwas habe ich noch aufgesammelt. Keine Ahnung. So, hatte ich nicht irgendwo nochmal Bäume gefällt? Da ist schon wieder ein Leaf. Den Stein kann ich nicht aufsammeln. Hier liegen überall Äste rum. Den hätte ich vielleicht doch schon mal mitnehmen sollen. Aber da wusste ich ja noch nicht, was ich vorhabe. Also mit den ganzen Pflanzen hier, das ist echt schwer, was zu finden. Ey. Das ist echt heftig. Na komm, bevor wir wieder Steine brauchen, dann tun wir sie lieber schon haben. Naja, die fetten brauche ich nicht. Also noch nicht. Hier liegen noch. Ja, jetzt habe ich doch einen mitgenommen. Eine Feder. Hardstick. So, was macht denn eigentlich unser Leather? Das ist auch noch nicht fertig. Was sagt das Dörrfleisch? Das ist. Oh, das Dörr, das Dried Meat ist fast schon durch. Ich habe gar nicht geguckt. Okay, so viel Hunger habe ich jetzt nicht. Der liegt auch noch hier. Was ist denn hier los? Und so, wenn ich es jetzt richtig mitgekriegt hatte, hatten wir. Hä? Was ist das? Ach, eine Feder. Okay. Wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, hatten wir die noch zwar Besuch, aber irgendwie liegt hier nirgendwo jemand rum. Also das hört man ja mal an diesem komischen Knarzen. Ich weiß, das habt ihr jetzt nicht gehört, weil ich habe das ja jetzt gerade quasi übersprungen die Nacht. Hoffe, das ist in Ordnung. Weil was soll die Nacht schon passieren? Solange wir jetzt unser Zufluchtsdinge nicht haben. So, dann werden wir jetzt mal kurz speichern. Also, kommt jetzt wirklich schon Winter? Also, weil hier oben steht ja immer, Moment, wenn ich jetzt hier gucke, da, about few months to winter. Kommt jetzt wirklich schon Winter? Also das wäre schon heftig, wenn jetzt doch schon Winter kommt. Also, wenn der Winter jetzt, wenn die Jahreszeit wirklich kommt, das meine ich eigentlich, dass das schon heftig wäre. So, gespeichert habe ich gerade, zwar erst nach dem anderen einsammeln, aber okay. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht neblig wird, werde ich jetzt mal noch ein paar Stiggis machen. Das wären leider nur 16. Ich glaube, das wird nicht ganz reichen für unser Mobbing-Zaun. Mich würde auch mal interessieren, was dann eigentlich passiert, wenn die Banditen wegen dem Zaun. Das würde mich mal interessieren. So, dann bauen wir jetzt mal eine Tür. Und noch eine Tür. Ja, gut, im Prinzip würde man das nicht brauchen. Ach, guck mal, die geht sogar gleich rum auf. Okay. Cool. Im Prinzip würden wir die Tür nicht brauchen, weil wir können hier. Ja, wir können hier drüber hopsen. Aber die Zombies halt nicht. So, würde das jetzt noch reichen? Nein, ich habe keine Sticks mehr. Verdammt. Schlechte Vorbereitung. Dann will man noch Äste hier. Hallo. Äste, Äste, Äste. Ich weiß, ich könnte jetzt noch einen Baum fällen, aber es. Eigentlich wollte ich den Koffer auch noch ausräumen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Arrgh. Was liegst du so faul hier rum? Hä? Okay, der hat Schießpulver. Das ist ja mega. Ich brauche Äste. Ich brauche doch nur ein paar Äste. Also bei dem ganzen Gras sieht man nichts, ey. Da ist er. Da ist ein Ast. Du
Du bist auch noch. Siehste, ich wäre jetzt fast schon überall dran vorbeigelaufen, wenn ich das nicht sehen würde. Würde ich überall dran. Das war ein Stein. Überall dran vorbeilaufen. Nee, Holzstick brauche ich nicht. Der lacht auch gerade noch. Was? Oh, noch ein Ast. Hier ist eine Feder. Der sieht immer noch so übelst aus. Sieht aus, als besser. Also wenn ich das Auto draufstellen könnte, würde es bestimmt so aussehen wie. Nein, das tue ich nicht. Weil dann habe ich Angst, dass mir das Auto umkippt. Deswegen werden wir das nicht tun. So, das müsste aber eigentlich reichen, oder? Für ein paar Sticks. 6 Stück. Müsste passen. Ich werde jetzt trotzdem nochmal speichern. Weil nicht, dass es jetzt näbelt. Weil dafür ist der Zaun eigentlich gedacht. Dafür, wenn es jetzt zum Beispiel nebelt oder so, dass wir dann quasi die Viecher pflücken können. Weil, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben die auch immer ziemlich viel Salz dabei oder so. Oder generell gutes Zeug. Ich würde es ja jetzt fast mal provozieren, den Nebel, aber nö. Machen wir jetzt nicht. Jetzt kann ich wenigstens mal meine Taschenlampe ausmachen. Und so ist es auch für uns bequemer, hier reinzukommen. Ich hoffe bloß, dass die Lücken jetzt kein Ding jetzt machen. Echt, der braucht 2 Minuten für so einen Kackzaun. So. Dann müssten wir jetzt eigentlich vor den Zombies, müssten wir hier drin safe sein. Ist jetzt bloß die Frage, ob wir die Nacht hier drin überstehen. Könnte man auch gleich als Hühnerpferch benutzen, oder? Aber das Doofe ist, das ist gerade gut. Ich kann ja nachts hier aufmachen, dass die hier an die Fenster rankommen. Weil nachts wäre ich doch gerne schon drin. Und da könnten wir drinnen zum Beispiel. Nee, jetzt gehen wir mal hier drüber. Da könnten wir drinnen zum Beispiel. Oh, warte mal, da liegen noch Äste. Die brauche ich. Also nur mal so als Blueprint stellen. Beziehungsweise als Baugerüst. Ah, guck mal, der guckt hier rein. Das ist doof. Aber okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Quatsch, bräuchte das andere. Da könnte man jetzt für hier drin zum Beispiel. Sagen wir, wir machen das jetzt mal so. Und dann noch mal so. Weil solange wie das nicht fertig ist, kann ich das ja zulassen draußen. Wir drehen das mal so ein bisschen. So. Wollen wir das jetzt rüber bis zum anderen Fenster ziehen? Würde ich sagen, oder? So, dann müssten wir hier wieder gerade versuchen, zumindest gerade zu kommen. Ja, doch, das müsste eigentlich fast gerade sein. Okay, dann weiter. So, ich würde sagen, noch einen. So. Du. Dann wieder einen so ein bisschen schräg Richtung. Ja. Und der dürfte jetzt draußen rausgucken. Weil das, na gut, den muss ich ja nicht ganz so schräg, den kann ich ja auch so anbauen. Also quasi so hier. Dann guckt er da draußen nicht so sehr raus. Das sieht zwar doof aus, aber dann hätten wir hier drinnen zum Beispiel schon mal eine schöne Falle, würde ich sagen. Und für ein Sticks. Ich glaube, ich fäll mal noch einen Baum. Aber ich könnte theoretisch auch noch mal. Warte mal, wir haben doch hier drin. Ist der. Der war ja leer, oder? Der war doch jetzt leer. Genau. Weil dann könnten wir den nämlich mal moven. Da stelle ich den nämlich. Da würde ich den nämlich hier draußen hinstellen und da das Holz reinpacken. Also die Loks, die Stämme. Weil wir haben ja hier eh schon jetzt quasi dann das Holzhacker-Ding stehen. So, wo sind denn jetzt eigentlich die Bäume, die ich gefällt habe? Ich glaube, ein paar habe ich schon reingeholt, oder? Hier ist noch ein Ast. Ach, ich müsste mal. Ich müsste mal. Hi. Ja, das ist schon wie so eine Sucht. Hauptsache mal reingeguckt. Auch wenn nichts drin ist. Ich sollte vielleicht mal das Licht am Auto ausmachen, oder? So. Sieht das nicht ganz so komisch aus? So,
So, den einen Koffer müsste ich noch ausräumen. So, dann können wir hier nämlich jetzt schon mal die hier machen. Und Shift-Click wäre echt nicht schlecht für das Spiel. Also Shift-Click wäre echt nicht schlecht. Das fände ich cool. Das ist noch nicht fertig. Was sagt das Dörfleisch? Oh, Essen. Es gibt Essen. Dried Meat. Dry. So, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob das hier auf der Stange frisch bleibt. Was sagt eigentlich der? Ah, die Gedärme sind noch nicht so weit. Das ist ja echt der Hammer. Und das Schlimme ist, man sieht es halt nur von außen, man sieht es halt hier nicht. Aber das ist ja böse. Kann man die nicht überholen? Ja, das dauert halt echt ewig. Das dauert halt echt ewig. So, haben wir denn schon Hunger? Nö, ja, wir haben Durst. Aber okay, weißt du was? Alleine schon deswegen. Mal gucken, wie viel bringt das Dörrfleisch. Also, Durst bringt es auf jeden Fall. Ja, gut, okay. Das wird dann doch nicht so lange reichen, wie ich dachte. Ich glaube, da ist das Gegrillte sogar besser. Aber das hält sich halt länger ohne Kühlschrank. Die hat jetzt gar nichts gebracht. Nein. Eaten. Naja, so mit zwei Dörrfleisch kommt man schon ein Stück an Nahrung, was das angeht. Da kommt man schon ein bisschen. Okay. Ich glaube, hier müssten wir dann aber auch noch absichern. Hä? Das wird doch, glaube ich, nichts. Sonst hatte ich hier nicht. Guck mal, wir haben noch einen Motor. Kann ich eigentlich auch gleich mal mit rübernehmen. Und hier habe ich die Cannon reinge... Oder ist das die andere? Jetzt habe ich das Brett rausgeschmissen. Bin ich doof. Nee, die sollte ja nicht rausfallen. Naja, lass die Gascannon mal hier drin. Die finde ich dann schon wieder. Ach, und hier war das bloß drin. Gut, dann machen wir jetzt hier mal kurz ein Zwischenlager. Für zum Beispiel das hier. Ah nee, da hatte ich ja drüben noch. Ich glaube, da hatte ich drüben in der Garage. Warte mal, hatte ich nicht hier schon irgendwo? Ah, guck mal. Wusste ich's doch. Müsste ich nämlich auch mal rüberholen dann. Demnächst. Aber ich glaube, ich habe gerade alle unsere Components verblasen, oder? Ja, zwei Stück haben wir noch. Cool. Sehr geil. So, 27,9, 27,6. Kann man den tauschen? Machen wir das mal so. Das Schießpulver. Ist das hier irgendwo reingeschmissen? Ich weiß nicht mehr, wo es drin war. Ah, hier. So, die Muni. Hier hatte ich die Werkzeuge kurz reingepackt. Gut. Die Leaves waren hier. 32 Steine. Zack. Die können jetzt eigentlich gleich nochmal mit raus. Das ist aber auch doof. Müsste ich jetzt die Säge nochmal umstellen, oder? Naja, gut, okay. Das ist ja bloß von hier nach da. Also von daher passt das schon. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das kann man ja ruhig machen. So, da haben wir wenigstens erstmal ein bisschen Holz. Und dann brauchen wir jetzt Äste und Components. Für unser Vorhaben. Ich bräuchte theoretisch auch den Sledgehammer. Wie sieht mein Inventar jetzt aus? Es ist immer noch ziemlich voll gemult. Also wenn es jetzt den Tag mal nebeln würde. Nee, gut, ich könnte das jetzt provozieren. Ich könnte jetzt in der Zeit vorspringen. Aber das hat dann nicht denselben Effekt, wie wenn es jetzt mal so aus heiterem Himmel nebelt. Ich werde jetzt aber mal noch, bevor ich jetzt irgendwo anders hinlatsche, die hier zu Sticks machen. Ja, plus 3, plus gut, dass er dafür kein Werkzeug braucht. Und so wie es aussieht, kriegen wir heute nämlich keinen Nebel. Weil, ne. Gut, was nicht ist, kann noch werden. Also, möchte ich definitiv nicht absagen. So, dann tun wir die mal mit hier rein. Ich brauche echt ein besseres Ordnungssystem. Das ist echt krass. Ist der jetzt eigentlich? Warte mal, der ist noch besser wie der. Dann nehmen wir erstmal den. Feder. Wusste ich doch, dass ich schon welche habe. So. Dann machen wir uns mal auf das Äste sammeln, nicht?
Wie viel hat eigentlich meine Axt, die ich mit habe? 31. Das ist uncool. Dies ist echt uncool. Und ich glaube, ich hatte das letzte Mal hier hinten hatte ich eine Crowbar vergessen. Ich weiß, da ist bloß ein Basie drin, aber man könnte ja zum Beispiel mal die Häuser jetzt abgehen. Ach, siehst du, eigentlich wollte ich die Tomate pflanzen. Hab ich gerade vergessen. Verdammt. Ist ja schon wieder ein neuer Besuch. Ja. Oder war das überhaupt hier? War das überhaupt hier? Ich sollte vielleicht mal gucken. Weil ich konnte mir irgendwo. Ja, hier dieses Schild sollte ich mir vielleicht mal machen, ne? Dieses Schild. Das ist jetzt echt schon ein bisschen uncool. Ich glaube, mit dem Schild haben wir ein bisschen mehr Verteidigungsmöglichkeiten. Aber da werden die hier bestimmt auch schon wieder da sein. Siehst du, dann oben das Haus habe ich auch ganz vergessen. Wo ich die Crowbar nicht mit hatte. Arschloch. Ich weiß, es ist eigentlich Munitionsverschwendung, aber komm. Scheiß drauf. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen mit dem Speer? Wo ist denn der Speer jetzt hingeflogen? Ja, toll. Steckt in der Treppe. Warte mal, da gibt es doch diesen komischen Move. Sieht der mich durchs Fenster? Eigentlich ja nicht, oder? Ich will das jetzt mal probieren. Ich habe das noch nie gemacht. Das bloß letztens zufällig gesehen. Dass wenn man sie von hinten anschleicht, dass man die auch one-hitten kann, quasi. Der sieht mich nicht, oder? Dein Ernst? Okay. Cool. So, ich glaube, hier waren wir jetzt aber schon. Und hier die spawnt, glaube ich, hier spawnt, glaube ich, auch nichts Neues. Ich hatte, glaube ich, bloß wirklich vergessen, hier die Tür aufzumachen. Ja, komm, nimm eine Crowbar. Wir haben doch eine. So, ja, den Basie habe ich gesehen. Aber die Kiste habe ich nicht gesehen. Ja, toll, die Kiste ist leer. Geil. Ja, leckst mir da am Arsch. Und dafür jetzt meine Crowbar kaputter gemacht. Ich müsste mal gucken. Hallo. Ja, ich habe mich gerade gewundert, warum der hier rumliegt, aber ist ja normal. Das war ich. Müsste mal gucken. Aber das sind wieder zwei, oder? Da müsste ich ja verdammt viel Glück haben, dass ich alle Beete so gekillt kriege. Und der eine guckt immer in die Richtung von dem anderen. Aber das ist cool, die sehen mich nicht mal, wenn ich hier reinleuchte. Ich speichere mal kurz. Ja, der eine guckt immer in die Richtung und der andere guckt in die Richtung. Ne? Mal gucken, vielleicht finden wir ja einen passenden Moment. Kann das sein, dass sich der eine gar nicht bewegt? Okay, da zittert er schon mal gegen das Fenster. Jetzt zum Beispiel, oder? Jetzt steht der da drin. Ja, und der andere bleibt hier stehen. Das ist ja auch geil.
Nee, der hat sich schon wieder umgedreht. Ja, der steht schon wieder hier. Blöde Saudi. Der hat mich jetzt aber nicht gesehen, oder? Oh, die sehen schon komisch aus, die Typen. Ich trau mich nicht. Diese, der hätte mich jetzt gesehen. Das Messer jetzt eigentlich abgenommen? Oh ja. Also entweder durch meinen Schlag gegen das Fenster jetzt oder. Ich glaube, alle Bäder erwischen geht nicht, oder? Hm. Ich müsste eventuell wieder einen rauslocken. Okay. So viel Muni, nur noch so wenig. Und da kommt er schon. Verdammt, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ach, weißt du was, komm. Warum renne ich weg? Alter. Verdammt! Jetzt nimmt er seine Omme da weg. Ich kann mal versuchen, alle zwei mit einem Schuss zu kriegen. Das geht aber, es wird aber nicht funktionieren. Wow. Ich habe glaube ich nicht einen von beiden getroffen, oder? Hä? Wo ist er? Nein! Bist du jetzt ins Wasser? Du. Na toll. Tauchen kann man nicht, oder? Schön. Okay, der ist weg. Verdammt, der ist bestimmt ins Wasser gefallen. Dummes. Ich gehe jeder wieder ein, der kriegt mich jetzt. Oder auch nicht. So, kriege ich wenigstens dein Loot. Oh, Zucker. Okay. Ja, ich weiß, ich müsste mich da noch ein bisschen... Bisschen mehr nicht so komisch anstellen. Aber ich hatte gerade echt Schiss, ich weiß gar nicht warum. Aber ich will auch nicht sterben. Es muss doch nachzuvollziehen sein. Scrap. So, ich hoffe, das lohnt sich jetzt mehr hier. So ein bisschen zumindest. Ja, okay. Hm. Ein Hammer, na klar. Also wenn wir nichts haben, Hammer, Hammer. Das ist, ja. Das ist echt der Hammer. So, aber wenn wir jetzt immer dabei sind, nehme ich das Haus da hinten jetzt auch noch mit. Und ich gehe nicht durch das Unsafe Water. Jetzt hätte ich echt Bock, die... die Banditen da oben zu plündern. So, hat das Messer jetzt nochmal Frage? Nein, also bei so einem Angriff nimmt das Messer nicht ab. Das war ich jetzt mit dem, durch das... An das Fenster hauen. Das war ich. Hier liegt ein Schlauch. Hallo? Ach, hier ist leer. Kohle. Kohle. Kohle? Was ist das hier?
Hier ist ja nix. Ich sammle es einfach erstmal auf. Mal gucken, was dabei rauskommt. Oh. Okay. Was haben wir? Ein Messer. Ja, ich will jetzt nicht meckern, um Gottes Willen. Nein. Nein, 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 nein. Ich meckere nicht. Ich meckere nicht. Nee, die Kiste nehme ich jetzt nicht mit. Die lasse ich jetzt hier. Bin jetzt gefrustet. Die Kiste lasse ich jetzt hier. Ja. Das ist so. Ob es hier Bären gibt? Würde ich schon gerne mal wissen, was hier ist. Ist das jetzt einfach nur ein Watchtower oder? Okay, ich meine, gut, wenn es jetzt ein Banditendings wäre, dann wäre ich ja schon tot, oder? Ich helfe trotzdem mal. Ah, der hat mich gesehen. Verdammt. Lauf weg. Ah, verdammt. Okay. Also ist es doch ein, Ach, verdammt. Ach, so Mist. So, dann werden wir mal schnell loaden. Ach, verdammte Kacke. Hallo, Quit Game. Jetzt. Quit. Ist das jetzt eigentlich, wenn ich da, wenn ich den jetzt, ja, Moment. So, ist das dann jetzt aber eigentlich, also nochmal herzlich willkommen nach dem Tod. Ist das jetzt eigentlich, wenn ich den jetzt, wo hat denn der mich jetzt eigentlich gesehen, die Sau? Ah, da oben ist er. Dort so an dem Fenster. Also wenn er jetzt richtig guckt, müsste er mich eigentlich wieder gleich sehen. Oder? Nee, guck ich schief. Oder ist er jetzt nicht da nach dem Laden? Ich habe keine Ahnung. Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal schnell nach Hause. Das ist ja quasi hinter uns. Werden mal gucken, ob ich schnell das Schild hinkriege und dann gehen wir da nochmal gucken. Auch wenn die Folge jetzt Überlänge kriegt, aber das ist gerade, weil ich auch immer gestorben bin. Einmal tot. Ich werde mir das trotzdem merken. Selbst wenn ich jetzt wieder. Selbst wenn ich jetzt jedes Mal lade, das ist ja scheißegal. Spielt ja keine Rolle. Die liegen immer noch hier. Was soll das? Hey, guck mal, du bist schon ganz braun. Hä? Wie jetzt? Der war doch leer. Wieso hat der jetzt Loot drin? Ist das Absicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Moment, wartet mal, das müssen wir jetzt mal gucken. Also der war definitiv leer. Der. Okay, dann ist es aber wahrscheinlich echt, dass sich das Spiel oder beziehungsweise, ja, der hat auch Loot. Dass das Game sich wahrscheinlich nicht merkt, die Loot Library, oder? Wenn die jetzt leer sind, wenn ich jetzt wieder neu laden würde, würde der bestimmt auch wieder Loot haben, oder? Ich teste das jetzt nicht aus, aber. Ist schon mal ein schöner Bug. Hier liegt jetzt aber alles voll hier.
Meine, gut, das kann jetzt auch daran liegen, dass wir weiter weg waren, aber nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Andere Frage. Hier, da hat Olu drin. Wenn ich jetzt da hochgehe, also wenn ich mir jetzt das Schild mache, ich guck mal schnell, warte mal, was? Ich brauche 7 Bretter und 10 Nägel und einen Hammer. Einen Hammer habe ich einstecken. Also ich brauche jetzt 7 Bretter. Das will ich jetzt wissen. Weil ich glaube auch gehört zu haben, dass man. Bretter? Wo waren die Bretter? Wo waren die Bretter? In der Garage. Weil ich glaube auch gehört zu haben, dass mit einem. Ja, danke, die brauche ich auch. Dass man mit einem Schild, wo recht gut gegen. Wo sind denn jetzt die Bretter? Bin ich total bescheuert? Ach hier. So, 4, 2. Also bräuchte man noch 1. Und ich brauche schon mal Platz hier drin. Ja, eat. Sau. Dass man mit einem Schild, wo ziemlich gut gegen die Sniper ankommen soll. Zack, zack. Halt, da oben hin. Und zwar, dass man da mehr halt, also, weil er kann einen ja nicht direkt treffen. Der Schnipper. Das soll wohl recht gut funktionieren. Ich bin jetzt fast gewillt, falls dort oben ein Lager ist, dass man hier noch. Ich tue mal die Kohle hier mit rein. Warum, weiß ich jetzt nicht. Ich tue es jetzt einfach. Hä? Wo ich das Holz. Hä? Wo hab ich denn das her? So, habe ich jetzt noch was für hier? Klebeband habe ich keins mehr. Tücher habe ich. Das hatte ich doch, siehst du? So. So, irgendwas für hier? Nee. Nee, nicht wirklich. Ja, die Folge wird heute mal ein bisschen länger. Genießt es einfach. So, ich muss mal schnell rüber. Halt, aber erstmal mache ich noch das Brett. Also die 6 Brett. So, weil die Nägel brauche ich. Wo hatte ich jetzt die Nägel eigentlich drin? 10 Nägel brauchte ich jetzt, oder? Die Nägel hier drin, ja. Splithoff. Und dann werden wir uns jetzt mal schnell das Schild basteln, weil dann kann ich das Zeug nämlich auch gleich wieder alles rauspampeln. Bam. Schild. Zack. 5. Nee. Wie mache ich das jetzt? Wie nutze ich jetzt das Schild? Nee. Nee. Ah. Okay, mit C also. Und dann kann ich auch so vorlaufen. Aha, ich kann dann aber nur das Schild benutzen. Ach, okay, alles klar. Ah, ich kann auch so wegschubsen. Das ist ja auch cool. Sehr gut. Ah, da gibt es, glaube ich, auch noch eine verbesserte Version von dem Schild. Ja, gut, das Salz ist jetzt quasi gecheatet. Bäh, schreit mich an. Ich wollte den Bug nicht nutzen. Ist das überhaupt ein Bug? Das ist doch hier die Frage. Ist es ein Bug? Oder ist es keiner? Ist jetzt egal. Das ist jetzt. Ist jetzt wurscht. Das ist jetzt wurscht. Muss ich erstmal wieder alles ausmüllen. Jetzt ist bloß die Frage, hat das Ding auch eine Haltbarkeit? Also ich gehe mal davon aus, dass es eine Haltbarkeit hat. Wieso ist der Speer jetzt wieder auf 83,8 und der auf 83,5? Hä? Der war doch vorhin unter 70. Also dafür kann ich jetzt nichts. Bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ach so, deswegen. Ah, kein Wunder. Die Bretter tauschen wir mal mit dem. Wo hatte ich denn das Zeug jetzt drin? Ach, das war hier drin. Painkiller. Zack. Bandagen. Flaschen hatte ich schon drüben. So, ich bin jetzt echt gewillt, dass ich mir dafür noch die Rifle mitnehme. Und zwar anstelle des kaputten Messers.
Ich werde ein Messer mitnehmen im Falle. Wir nehmen so einen Typen auseinander. Nee, Quatsch. Hab ich hier noch Platz? Ja. Hab ich. So, kommst du jetzt auch mal kurz hier rein? Den Hammer bräuchte ich jetzt theoretisch auch nicht mehr. Jetzt kommt der mal in den überfüllten Toolschrank. Hier ist noch Platz, ja. Ich werde mal das 59er Messer werde ich mal mitnehmen. Gut, da können wir das eigentlich auch noch mitnehmen. Aber trotzdem habe ich eigentlich quasi viel zu viel Rotz im Inventar. So, dann machen wir jetzt die Rifle mal startklar. Ah, mit der Rifle geht aber dann das Schild nicht mehr. Ja, gut, ist ja klar, ne? So, dann werden wir jetzt nochmal schnell da hoch. Nehmen wir das Auto mit? Ich würde sagen, wir nehmen das Auto mit, oder? Hehe. Weil wenn dann richtig, wenn es was zu bluten gibt, dann können wir das ja gleich mitnehmen. So, das war da oben. Juhu! Okay. Und da würde ich aber trotzdem sagen, das machen wir in der nächsten Folge, Leute. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer ein bisschen Feedback da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich weiß, ich bin gemein.